Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder bei den Simpsons gelandet und heute beschäftigen wir uns noch einmal mit unserem Badestrand. Ich habe ihn ein bisschen erweitert, ein bisschen größer gemacht und weil wir ihn jetzt größer gemacht haben, brauchen wir auch natürlich ein paar neue Sicherheitsbestimmungen am Strand. Und das heißt, wir müssen ein paar Rettungsschwimmertürme bauen aus dem guten amerikanischen Raum. Ich habe mich so ein bisschen für die Rettungsschwimmertürme von Miami Beach entschieden, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Oder auch bei GTA 5 stehen die Dinger am Strand und da dachte ich mir, hey, das müssen wir auch mal hier in Minecraft versuchen zu bauen und das ist daraus geworden. Und das Schöne ist dabei, ich kann hier einfach mal meinen Vorbau auch am Strand stehen lassen. Das heißt, man kann sich mehrere bauen. Die Abstände, wie weit, sage ich mal, der nächste entfernt ist, kann man immer selber bestimmen, so groß wie der Strand ist. Ich dachte mir jetzt hier bei diesem Abschnitt reichen 2 Stück. Von daher bauen wir gleich noch einen. Ja, ich zeige dir erstmal hier diesen kleinen Vorbau. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein, können wir mal gucken. Denn in diese kleinen Türmchen passt auch einiges rein. Und zwar alles, was man, um, sage ich mal, unsere Badegäste zu beschützen. Und zwar, zack, wenn wir das Vorhangschloss hier einmal eröffnet haben, erwartet uns hier gleich so ein, ja, will man sagen, Rüstungsständer, Dummy, irgendwie sowas hier. Der hier schon so ein Rettungsschwimmerboot bereit hätte, ob wir uns gleich schnappen können und losgehen können, um einen zu retten. Aber ich glaube, hier ist alles safe. Ja. Also können wir uns erst einmal hier noch ein bisschen drin umschauen. Ja, noch ein paar Kisten, da kannst du auch einiges verstauen, was du alles so brauchst. Vielleicht noch ein paar Schwämme oder so, ne, weil einer ein bisschen weiter draußen ist. Dann kannst du den Weg auch frei machen damit. Naja. Ja, und ich würde sagen, legen wir gleich mal los, uns einen zu bauen. Wie gesagt, der Abstand, wie weit dein Rettungsschwimmerturm entfernt sein sollte, entscheidest du ja immer selber. Ich denke mir so, hier der Abstand, der sollte reichen. Und dann würde ich mir hier einen am besten hinsetzen. Das heißt, erstmal wieder an unsere Kiste ran und dann holen wir unser ganzes Blockmaterial einfach mal raus hier. Dann brauchen wir ganz einfach unsere Rettungsschwimmerturm zu bauen. Fangen wir an hier mit einer Ziegeltreppe. Dann holen wir uns Bruchsteinstufen raus. Dann Steinstufen und Steinziegelstufe. Dann holen wir uns noch Tropenbauzaun. Also Tropenzaun. Warum heißt der denn Bauzaun? Naja. Dann noch das Zauntor davon. Dann holen wir uns noch davon die gleiche Falltür. Dann holen wir uns noch hellgrauer Beton und Eichenholzstufen. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, würde ich sagen, legen wir los erstmal mit unseren Steinziegeltreppen. Da setzen wir uns erstmal den Grund unseres Rettungsschwimmerturms. Das heißt, wir setzen erstmal uns, würde ich mal sagen, die Treppen so hin. Also erstmal irgendwo eine Treppe hin und darauf einfach eine umgedrehte Treppe. So, davon würde ich mal sagen, lassen wir jetzt erstmal 1, 2, 3 Blöcke Platz. Setzen hier nochmal so einen hin. Darauf dann, würde ich sagen, machen wir auch nochmal eine umgedrehte Treppe rauf. So, wunderbar. Und dann können wir einfach mal von auf der Rückseite von den Treppen einfach mal zählen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Und der 6. machen wir auch nochmal eine Treppe hin. Die guckt die dann auch einfach mit der Rückseite zur anderen Treppe hin. Und dann würde ich sagen, machen wir darauf dann auch wieder eine umgedrehte Treppe rauf. Und das gleiche Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Das können wir natürlich hier von der Rückseite einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können wir hier ab dem 6. auch wieder eine Treppe hinsetzen. Darauf machen wir ganz einfach eine umgedrehte Treppe hin. Dann sieht das erstmal so aus. Ja, weiter geht es dann immer noch mit den Treppen. Wir setzen jetzt einfach mal immer auf der Außenseite unserer Treppen einfach mal eine Treppe an. Also theoretisch so setzen wir immer die Treppen dahin und oben natürlich auch eine umgedrehte. Dass sie sich dann so ein bisschen anschmiegen. Auf der anderen Seite müssen wir das gleiche Spiel auch nochmal machen. Wenn wir die ganzen Eckpfeiler fertig haben von unserem Grundriss, geht es weiter mit den Bruchsteinstufen. Ich würde sagen, auf der Rückseite, bei der Rückseite kannst du jetzt aussuchen, ich sag mal, hier ist natürlich so die Innenseite. Ich sage jetzt einfach mal, hier ist die Rückseite. Und da setzen wir einfach mal Steinziegel oder Bruchsteinstufen einfach mal unten hin. Auf der anderen Seite auch nochmal. So, genau an unseren Treppen ran. Und an den Seiten unserer Ecken lassen wir jetzt einfach mal die vorderste Reihe frei, wo, sage ich mal, die Treppen so angeeckt sind. Und da können wir jetzt einfach mal 2 Stufen jeweils auf den Seiten, sag ich mal, in die Mitte ziehen. Aber lassen die Mitte natürlich frei. Oben machen wir es auch nochmal. Ja, also nicht ganz oben, sondern dass wir hier noch, natürlich noch eine Lücke frei haben. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Und danach müssen wir einfach mal hier in der Mitte noch so eine Stufe hinsetzen. Dann nehmen wir einfach irgendwie einen Block, setzen ihn hinten hin. Den können wir dann danach weghauen, so als kleine Hilfe. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Ne, die erste Treppe lassen wir so, wie sie ist. Also setzen wir nichts ran und dahinter einfach zack, 2 Stufen jeweils hin. Dann lassen wir so eine Stufenreihe hier frei und setzen auch nochmal 2 Stufen hin. Dann setzen wir einfach einen Block hin, zack, machen den Knoten rein
dann haben wir diese Strebe hier auch gezogen. Als nächstes schnappen wir unsere Steinstufe denn und können jetzt einfach mal hier auf den Seiten anfangen. Da setzen wir einfach die Steinstufen genau auf der gleichen Höhe, wie die Treppen sind. Einfach hin, dass jetzt erstmal die Seiten alle miteinander verknüpft sind. Machen wir hier überall so hin. So, wunderbar. Danach nehmen wir gleich unsere Steinzielstufe. Ja, können wir gleich mal nehmen. Und setzen einfach mal jetzt, wenn wir jetzt einfach mal hier auf der Vorderseite gucken, einfach mal jetzt hier, würde ich mal sagen, 3 Stufen hin. Die können wir dann auch bis nach hinten einmal gerade lang ziehen. Und vorne machen wir an sich, können wir jetzt hier vom Dreier ausgehen, einfach so eine Zweierbreite zur Seite einfach mal weg. Danach schnappen wir uns ganz einfach gesagt unseren hellgrauen Beton und können jetzt hier auf dieser freien Fläche erstmal an den Seiten überall unseren hellgrauen Beton einmal platzieren. So, die Mitte füllen wir dann einmal mit unseren Stufen aus. Ich verwende jetzt einfach mal die Eichenholzstufen. Die Farbe kannst du jeweils ändern. Nö, einfach deine Lieblingsfarbe. Jetzt suchen wir uns hier gleich schon mal den Eingang unseres Gebäudes aus. Ich sage jetzt einfach mal hier, da setzen wir dann einfach mal eine steinzige Stufe hin, dass hier dann später unsere Tür entsteht. Und dann können wir den Beton an sich auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke setzen. Also 2 Schichten müssen wir noch raufsetzen. Wenn wir dann den Beton raufgesetzt haben, geht es weiter mit unseren Steinstufen. Bevor wir da jetzt Fenster reinhauen, setzen wir oben einmal drauf unser Dach hin. Das können wir hier einmal glatt zuziehen und es auch einmal überstehen lassen. Nachdem wir das Dach drauf platziert haben, schnappen wir uns nochmal unsere steinzige Stufe und fliegen hier zu unserem Eingang hin. Ich würde einfach mal sagen, setzen wir oben einfach noch eine Stufe hin, damit die Höhe unseres Eingangs so aussieht, als wären das hier auch 2 Blöcke. Sind es ja auch hier ein Block und dann hier ein halber und noch ein halber, ergeben natürlich 2 Blöcke. Bevor wir, sag ich mal, bei unserem Gebäude hier Fenster reinhauen, würde ich mal erstmal das Geländer ringsum bauen. Das heißt, wir schnappen unseren Tropenzaun und fliegen hier hinten bei unserem Eingang hin, schlagen jetzt einfach mal hier eine Stufe hin, setzen dafür einen Zaun hin und lassen jetzt jeweils immer hier eine Stufe da und setzen dann immer einen Zaun hin. Das machen wir einmal, bis wir vorne angekommen sind. Wunderbar. Danach lassen wir hier 2 Stufen, würde ich mal sagen, einfach mal da, wie sie sind. Schlagen dann hier wieder einen weg, einen da lassen. Dann würde ich mal sagen, wieder einen, zack, und dann hier in der Ecke noch einen. Ja, machen wir einfach mal. Danach nimmt man sich einfach mal unsere Falltüren und die kann man dann einfach da drauf platzieren. Nachdem wir dann das Geländer drauf gesetzt haben, machen wir uns jetzt daran, erstmal diese Treppe runter zu machen, wie man dann natürlich auch von unserem Rettungsturm runterkommt. Da nehmen wir erstmal unsere steinzige Stufen zur Hand und fangen hier einfach mal so an, so wie es jetzt hier ist, können wir jetzt hier einfach so treppenmäßig hier einfach so ein bisschen uns das runterziehen, jeweils wie dein Strand ist, so machst du dir das dann auch lang. Bei mir wäre das jetzt, dass ich jetzt hier 6 Stufen noch runter platzieren kann. Wie es bei dir aussieht, ne, da musst du mal gucken, wie dein Strand ist. Ich habe jetzt nochmal vorne bei unserer Treppe, die man benutzt, um natürlich runterzukommen von unserem Rettungsturm, noch etwas geändert. Und zwar haben wir, sag ich mal, wenn wir jetzt von hier gucken, nur Stufen, ne? Und auf der anderen Seite habe ich mir noch hier so die Freiheit gemacht, noch ein paar Treppen einzubauen. Und ich finde dieses, wenn man Treppen nimmt, sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. Kann man hier nochmal gucken. Hier auf der Seite mit Treppen gearbeitet, um runterzukommen. Und auf der anderen Seite nur mit Stufen. Das ist dann, sage ich mal, so, dass wir, sage ich mal, unten jetzt einfach mal Stufen haben und danach setzen wir Treppen hin. Müssen wir natürlich ordentlich hinsetzen. So, einfach Treppen hingesetzt, dann Stufe, Treppe, Stufe, Treppe, so ein kleiner Mix draus. Ich finde, das sieht einfach schöner aus. So, sage ich mal, wenn man da runter geht. So, natürlich von oben siehst du nichts, aber so von der Seite fällt das doch schon ein bisschen auf, finde ich. Danach schnappen wir uns erstmal wieder unseren Zaun und dann heißt es, bei unserer Treppe, die wir runtergesetzt haben, an den Seiten einfach den Zaun hinzusetzen. Den können wir bis nach oben hinsetzen, dass er am Geländer sich auch gleich festbindet. Und dann lassen wir jeweils immer einen Block Platz und setzen dann nochmal den Zaun hin, immer auf die gleiche Höhe, wie jetzt, oder eine Höhe, als unsere Treppe hier ist. Dann wieder einen freilassen und das hier auch nochmal. Weiter geht's denn mit unseren Zauntor, das wir jetzt einfach mal als Verbindung zwischen unserem Geländer einfach mal verwenden. Am besten setzt ihr dann unten einen Block hin, damit dann auch natürlich das Zauntor perfekt platziert werden kann. Vorne nochmal setzen wir nochmal Treppen hin. Anschließend kannst du dann natürlich auch noch die Falltüren oben drauf einmal platzieren.
Danach haben wir dann unser ganzes Blockmaterial verwendet und können das dann erstmal wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran und holen uns einfach mal die nächste Reihe raus, die uns hier erwartet. Und dann holen wir uns raus Bruchsteinmauer, dann ein bisschen Eisengitter, eine Ziegeltreppe brauchen wir, einen Ziegelblock natürlich, dann der Pizzazui-Block, da kannst du auch Wolle nehmen, wenn du möchtest. Dann holen wir uns noch Fichtenzauntau raus, den verwende ich heute jetzt für unsere Rettungsschwimmerturm, türkise Glasscheiben und Blöcke dazu. Kannst natürlich auch hellblaues Glas nehmen, so wie es dir mal am besten gefällt. Und wenn wir dann auch dieses Blockmaterial zusammen haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Glas an, dass wir das verbauen können. Und zwar entscheide ich mir jetzt einfach mal jetzt, würde man sagen, hier die Ecke mal weghauen. Und so ein noch nach hinten weg und zwei dann zur Seite nochmal weg. Mir jetzt hier einfach mal meine Fensterfront hinzusetzen. Oben setze ich mir die Blöcke hin und unten die Glasscheiben, damit so, sag ich mal, diese optische Täuschung entsteht, dass es so ein bisschen zu schräg geneigt ist, das Glas. Ne? In Minecraft ist es zwar der nicht, wenn man von der Seite guckt, aber wenn man jetzt so ein bisschen von vorne so schräg guckt, sieht das doch so ein bisschen aus, als ob es so schräg nach oben geht. Finde ich relativ schick und von da mache ich mir das einfach mal. Man kann natürlich sagen, okay, mir reicht das jetzt hier innen drin, jetzt von den Fenstern. Ansonsten, falls es dir nicht reicht, machst du dir einfach mal, ich mache jetzt mir hier einfach noch ein Fenster, so ein kleines Fenster hin. Kannst du natürlich machen oder nicht. Wir können es mal kurz von außen angucken. Ne, wie man möchte. Muss man nicht machen, kann man machen. Auf der Rückseite mache ich mir jetzt einfach mal nichts hin. Das lasse ich einfach mal so zu. Wir machen uns natürlich noch eine kleine Tür hin. Eine richtige können wir leider nicht auf Stufen platzieren, aber dafür Zauntor. Ich empfehle, nimm auch ein anderes Zauntor, als was wir jetzt hier, sag ich mal, hier als Geländer verwendet haben, um es so ein bisschen abzuheben. Also von daher Fichtenzauntor, finde ich, ist ein schöner Kontrast dazu. Weiter geht's dann mit der Bruchsteinmauer. Wir machen jetzt noch so eine kleine Fahne hin. Wir verwenden heute natürlich die amerikanische Fahne. Kannst natürlich auch deine eigene Landesflagge da gerne hinbauen. Die mache ich mir einfach mal neben unseren Eingang hin. Das heißt, dann mache ich hier einfach mal eine Stufe weg. Setze dann hier einfach mal die Mauer an. Und dann hier noch die Eisengitter rauf. Wie hoch das Ganze ist, ja, kann man sich selber ausdenken. Ich mache jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, fünfmal den Zaun. Ja, fünfmal sollte reichen. Deshalb fange ich hier einfach mal an, mir erstmal einen Pizzazui-Block hinzusetzen. So, setze mir daran gleich erstmal eine Treppe. Mache dann noch eine Treppe hin, aber so, dass sie, sag ich mal, da wegguckt. Dann setze ich hier unter den Pizzazui-Block auch noch eine umgedrehte Treppe hin. Dann hier einfach mal einen Block und dann würde ich noch eine umgedrehte Treppe da so ransetzen. Dann ist meine Flagge hier auch fertig. Und das ist unser Rettungsschwimmerturm. Fertig ist das Ganze, relativ schnell aufgebaut und dann kann man sich natürlich auch mehrere hier gerne hinsetzen. Aber mir reicht dann natürlich so, ich würde mir gerne noch ein bisschen einrichten, so wie der Vorbau. Gib mir einen kurzen Moment und dann gucken wir uns ihn gleich nochmal an. Und in kurzer Hand ist er bei mir auch eingerichtet. Das wollen wir uns nochmal angucken. An sich, genauso wie der Vorbau, habe ich mir einfach mal gemacht. Ich habe das eigentlich von der Innenrichtung, ja, an sich hat mir das gefallen worden. Lasse ich das einfach mal hier so ein bisschen, diese Standardausrüstung bei unserem Rettungsschwimmerturm. Aber ich komme mal nochmal kurz auf die hintere Ansicht, falls man sich fragen soll, was soll das so ein bisschen darstellen. Und zwar habe ich hier einfach mal ein, ja, weißes Gemälde genommen. Könnte natürlich auch so ein kleines Klemmbett darstellen, ne, wo ein paar Infos vielleicht draufstehen vom Strand, ne, ob hier Haie schwimmen oder nicht oder sonstige Sachen, ne, stürmen oder so, könnte man ja hier natürlich so anpingen, ne. Oder vielleicht auch hier noch so eine Halterung für so ein Surfbrett oder so eine, ja, so ein Rettungsschwimmerbrett oder so, was man hier, sag ich mal, drauf platzieren kann oder so. Einfach mal so eine kleine Halterung. Oder man macht sich seine Seite vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, was könnte das sein? So Schwimmflüge oder irgendwas könnte man hier noch so ranhängen, ne? So ein paar, oder ein paar Bojen oder so, was könnten diese Köpfe darstellen, ne? Naja, irgendwie so ein bisschen Dekoration, weil ich fand das so ein bisschen leer, sieht auch doof aus und dachte mir einfach, Mensch, hängst noch ein paar Köpfe ran. Vielleicht macht man auch so eine kleine Halterung hin mit einem Zaun, kann man so ein bisschen machen, dass das Gebäude noch ein bisschen abgestützt wird. So sage ich mal, dass die Seite nicht so ganz leer ist. Finde ich eigentlich relativ schick so ein bisschen, wenn man sich das doch ein bisschen so ein bisschen zumüht. Ne? Also wenn uns auch ein bisschen was dran ist, dann sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus. Vielleicht auch noch ein paar Knöpfe oben hin platzieren. Müssen nicht unbedingt Steinknöpfe sein, kann auch was anderes sein. Halt, wie es dir immer am besten gefällt. Ja, ansonsten sind wir dann hiermit fertig. Das heißt dann wieder immer, was bauen wir als nächstes? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Es sind schon ein paar Vorschläge reingegangen. Da muss ich mal gucken, was da als nächstes kommt. Aber so ein Rettungsschwimmerturm, den wollte ich jetzt unbedingt bauen, von daher habe ich das einfach mal gemacht. Ja, ansonsten, was ist das Ganze hier? Ich stelle mich dann einfach vor unseren Rettungsschwimmerturm so ein bisschen safe hin. Wir hören uns dann, ne, zur nächsten Folge. Und aber ansonsten heißt es erstmal bei mir. Tschüss. Vollidioten. Ha!